Alternativen Schlaflandschaft, so wie der Böhni das immer sagt und betont. Und so habe ich hier diese Nacht verbracht, die letzte. Ja, ich dachte, es wird richtig kalt und habe mich dick angezogen und merkte dann so in der Nacht, boah, es ist viel zu warm. Und diese fette Decke, die ich mir noch mit drüber gelegt habe über meinen Schlafsack, die habe ich irgendwann rausgeschmissen. Und dann, oh, war mir immer noch zu warm. Und dann habe ich gedacht, oh nee, dieser fette Pulli, der muss ausgezogen werden. Das ist einfach alles viel zu warm. War ich auch so warm diese Nacht? Das ist ja unglaublich. Also, ich habe nicht gefroren und ich freue mich auf die nächste Nacht. Hier auf diesem gemütlichen, alternativen Bett. Genau. So, ich weiß ja nicht, wie ihr den Tag heute verbracht habt. Challenges, alles gut geglückt. Ich sag euch nur eins. Ich habe gehört, dass einige von uns völlig orientierungslos durch die Gegend laufen. Mit Pfadfinderhemd an, mit Rucksack drauf und den Platz suchen vom Abschlusslager. Sage mal, Leute, ihr müsst nicht weiter suchen. Also, warte, bevor ich jetzt hier noch weiter rede, zeige ich euch dieses verrückte Video, was wir geschickt bekommen haben. Ich bin so weit gelaufen und anstrengend war es. Jetzt bin ich endlich da in Legau. Und wo sind meine Pfadis? Ich denke, wir haben Abschlusslager, Steva Abschlusslager in Legau. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Habe ich mich womöglich verlaufen? Ach, ich suche mal, ob ich sie doch finde. Also Günther, du hast dich nicht verlaufen. Vielleicht hast du irgendwas nicht mitgekriegt. Aber wir sind nicht in Schwangau. Abschlusslager findet da nicht statt. Findet zu Hause statt. Und wir sind auch nicht weg. Wir sind alle da. Wir sind aber nicht da, wo du bist. Wir sind halt hier. Zu Hause. Und naja, ich denke, das hast du jetzt auch mitgekriegt, oder? Geh einfach nach Hause, mach's dir gemütlich und feier richtig die Steva, so wie wir es alle machen. Ja, und was mich ja begeistert hat, waren die Fotos, die ihr noch geschickt habt. Schaut euch das an. Die haben nicht nur geschnitzt, die Leute. Die haben auch noch die Stöcke bunt gemacht. Und ganz pragmatisch haben sich einfach ihr Stockbrotstock geschnitzt und schön mit Farbe noch bunt gemacht. Ich finde, das sieht klasse aus. Hey Marion, ich denke mal, das Stockbrot in Kombination mit dem Würstchen, das war ja bestimmt lecker, oder? Wow, ich beneide dich. Großartig. Ja, und hier zeige ich euch jetzt nochmal mein Bild, was ich gemacht habe, als der Freddy dann so davon sprach, wie wir uns Gott vorstellen, da kam mir dieses Bild sofort in den Sinn und ich habe hier so eine, naja, seht ihr, Leiter, oben eine Krone und so. Ja, und ich habe es auf diese Rampe hier gebaut und diese Rampe verbindet ungefähr, also eigentlich den unteren Garten von mir mit dem oberen Garten. Und die Rampe habe ich extra für meine Schildkröten gebaut, weil ich habe nämlich Schildkröten. Und wenn die hier unten sind, dann sind die quasi wie, naja,
In der Dunkelheit, in, naja, hier gibt's nicht viel außer Gänseblümchen. Wenn die so richtig ins Paradies wollen, dann müssen die über diese Rampe hier laufen. Seht ihr? Dieses Paradies mit den Kleeblumen. Und hier ist die Schildkröte im Paradies, heute Morgen aufgestanden und die Rampe hochgelaufen. Und oft kommt mir dann die Geschichte in den Kopf von Jakob, die steht in der Bibel. Jakob, der seinen Vater betrogen hat, der seinen Bruder betrogen hat, der von seiner Mutter hörte, geh, geh weg von zu Hause, dein Bruder will dich umbringen. Und Jakob flieht, flieht in den Wald, flieht über die Wiesen und haut einfach nur ab, weil er Angst hat, dass sein Bruder ihn töten könnte. Und eigentlich flieht er auch vor Gott. Nur, vielleicht ist ihm das nicht so bewusst. Aber Gott merkt, wie er immer weiter von ihm wegrennt. Und Gott lässt sich aber nicht abschütteln. Er rennt mit und er flieht genauso mit ihm zusammen und sagt, Jakob, ich will dir nahe sein. Ich will dir auch auf deiner Flucht nahe sein. Und ich will dir einen guten Schlafplatz vorbereiten. Denn ich weiß, diese Flucht, die wird dich total ermüden. Und ganz ehrlich, auf mich kannst du dich verlassen. Ich beschütze dich auf dieser Flucht und bereite dir sogar einen Schlafplatz vor. Ja, und dann wird tatsächlich Jakob müde und entscheidet sich, ah, hier will ich jetzt schlafen, und sieht so einen Stein. Und ich habe hier so einen Stein. Schaut mal, hier einen riesengroßen Stein. Und er sieht diesen Stein und nimmt den Stein so als Kopfkissen und legt den Stein hier hin und legt sich auf den Stein und schläft, macht die Augen zu. Und dann schenkt Gott ihm einen Traum. Und in diesem Traum sieht er den Himmel aufgehen. Den Himmel, der macht ein großes Loch und eine Leiter kommt runter und die Leiter geht direkt bis hier zu seinem Schlafplatz. Und er sieht Engel hoch und runter laufen und er sieht Gott ganz oben auf dieser Leiter stehen und spürt in diesem Traum, wie Gott ihm nahe kommt. Und er erkennt, dass Gott ganz bei ihm ist. Und er springt auf von seinem Lager und schaut auf dieses Lager und sagt, wow, Gott war schon vorher da. Gott war schon da, bevor ich überhaupt den Schlafplatz gefunden habe und hat ihn mir schon zurechtgemacht. Und er nennt diesen Ort Bethel, das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und er spürt ganz tiefe Geborgenheit und im Nachhinein noch ganz tiefen Schutz und Sicherheit von seinem Gott. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo du diese Nacht schlafen wirst. Und ich weiß nur eins, Gott hat auch für dich diesen Schlafplatz vorbereitet. Und er wird dir ganz nahe sein. Und er wird also seine Engel schicken, so wie er sie auch zu Jakob geschickt hat. Lass uns mit Gott sprechen. Ja, großartiger Gott, ich danke dir. Ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du uns immer zeigst, dass du uns gewollt hast, dass du sogar eine Brücke aus dem Himmel gebaut hast, um uns nahe zu sein, um zu uns zu kommen, um uns Geborgenheit zu geben, um uns Wärme zu geben, um uns Schutz zu geben, Herr. Dass du für uns den Himmel aufgemacht hast, dass wir zu dir kommen können, Herr. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass wir daran glauben dürfen und dass wir dir so wichtig sind, dass du nichts unversucht lässt und uns nicht irgendwo in die weite Welt fliehen lässt, ohne dass du uns begleitest, Herr. Und wenn es uns schwerfällt, in deiner Nähe bleiben zu wollen, und wenn wir eigentlich weg wollen von dir, dann bist du größer. Dann hältst du uns und dann sagst du, hey, ich hab dich lieb und ich bleib immer bei dir und ich beschütze dich, egal auf welchen Wegen du dich befindest, Herr. Und dafür danke ich dir von Herzen und ich leg dir jetzt diese Nacht in deine Hände und jeden einzelnen von uns beschütze du ihn so, wie du es versprochen hast. Im Namen Jesu. Amen. Und morgen geht's weiter. Um 10 Uhr sehen wir uns wieder mit einem tollen Start in den Tag.
Ich bin gespannt, was für eine Challenge uns morgen erwartet. Ich bin auch gespannt auf eure Ergebnisse von heute von der Challenge. Vielleicht schickt ihr noch Fotos dann im Laufe von morgen. Alles super, alles klasse. Wir werden eure Fotos hier auch wieder zeigen und seid wieder dabei um 10 Uhr morgen früh. Da gibt es Spannung pur, das verspreche ich euch. Also lasst euch überraschen. Und außerdem noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn vor der Stewa ist auch gleichzeitig nach der Stewa. Und nach der Stewa geht es weiter. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Sache für alle von uns vorbereitet, und zwar Couch Connecting geht weiter. Die zweite Staffel am Sonntag um 19 Uhr. Schaltet also ein, freut euch drauf. Da geht es um ein spannendes Thema. Lasst euch auch da überraschen. Und jetzt erstmal sage ich Tschüss und bis morgen. Dass wir dieses Jahr die Stewa nicht mit euch verbringen können, aber wir wünschen euch gottesreichen Segen bei der Umsetzung eurer Online-Variante und hoffen, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr wiedersehen. Gut Fahrt! Viele Grüße von den Potsdamer Wölfen aus Brandenburg. Gut Fahrt!